Hallo und willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Pacific Drive. So, wir sind komplett startklar, wir müssen nur eine Route auswählen zum Missionspunkt, oh, mitten im Zentrum. Da müssen wir hin, da wollen wir hin, oh, wie wir hinkommen, ist wahrscheinlich die, obwohl hier diese Route, G1, C5, die wirkt doch relativ sympathisch, dann wollen wir da langfahren. Auto ist gepackt, Werkzeuge haben wir genug. Reparaturmaterialien habe ich in Fülle mal eingepackt. Ich hoffe, das reicht jetzt so. Batterie ist voll. Gang ist auf Drive. Und Auto geht an. So, da bin ich mal gespannt, wie sich hier das Spiel auflösen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das die letzte Mission ist. Ich weiß aber nicht, was darin passiert, wie lange sie geht und ob es danach noch irgendwas gibt. Weiß nur, dass schon die letzte Mission heißt. So. Dann wisst ihr jetzt genauso viel wie ich. Außer, dass wir hier vielleicht noch nach G1 fahren. Ja, ja, da halt mal immer auf halbem Weg an, um uns einen Weg durch den Tunnel zu bahnen. Warum auch immer. Naja. Soll uns nicht schaden. Können ja auch Nitro gehen. Hui! Ich mag die Nitro-Funktion. Hui! Ich denke mal, das geht nur von der Batterie ab, deswegen haben wir keine Probleme. Weil wir zwei Kraftwerke dabei haben. Zumindest einmal Solarzellen und einmal bei anderes. Hydrogengenerator oder so. Nein, ich will doch nur mit dem Nitro geradeaus. Ich wollte mich doch gar nicht drehen. Weiß nicht, warum das Spiel sich gedacht hat, dass ich mich drehen will. Hui. Das ist echt klasse hier. Wünschte, ich wäre immer so schnell gewesen. Nein! Mist. Es geht mal wieder auf die Stoßstange. Na, dafür haben wir sie ja. Sollte man damit nicht stoßen, wird das Ding anders heißen. So. Jetzt die Frage. Nee, das kriegt man nicht leicht. Ist schade. Nitro in Kombination wäre doch ganz cool mit so einem Speedboost-Anomalie-Teil-Dings. Dingenskirchen. Ist egal. Wir haben es gleich geschafft. Batterie leidet aber ordentlich unter meinem Nitro hier. Also so viel aufladen kann ich sie dann auch nicht. Aber wir haben anderthalb Plasma, nee, ein und ein bisschen was Plasma-Aufladestäbe dabei dafür. Das heißt, wir werden schon irgendwie klarkommen. Denke ich jetzt mal. Mehr als scheitern können wir nicht. Und das ist doch ein schöner Gedanke, den man haben kann. Oder auch nicht. Okay. So, geladen ist es. War schnell genug. Ich würde sagen, muss ich nicht unbedingt skippen. Ach, Energie braucht man natürlich auch wieder, sonst kann man nicht zurück. Na gut. Extreme Bedingungen hier schon. Finde ich aber extrem. Gut, wir fahren zum ersten Energiewipfelchen. Erster Energieanker und dann schon wieder raus hier. Mach mal ein bisschen Licht an. Diesmal verzichte ich auf Nitro. Auf ungeraden Strecken. Vielleicht reizt es mich ja nachher nochmal so richtig schön Nitro-Vollgas zu geben. So. Au, au, au. Das ist nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Weiß nicht, wie das Auto auf die Idee kam. Das war jetzt ideal zu machen. So, ich muss es ja trotzdem klauen. Wird nur schlimmer dadurch. Ah, schnell rein mit dir. Rein mit dir. So, Wegpunkt nach draußen, bitte. Ja, passt. Da müssen wir hin und schon geht's in die nächste Zone. Ah, und dann können wir gleich unser Auto vorne reparieren. Hat schon wieder zu viel gelitten unter meinem Fahrstil. Das soll's natürlich nicht. Nein! Nein! Die Stoßstange geht doch nicht kaputter. Und wir hängen gerade echt fest. Ne, komm noch raus. Im Rückwärtsgang klappt vieles. Oh, ich sollte Nitro lassen. Das tut meiner Front des Fahrzeuges definitiv nicht gut. Und wir haben es ja bald geschafft. Ich würde trotzdem sagen, wir steigen aus, bevor wir den Checkpoint passieren.
Boah, und reparieren es kurz hoch. Weil jetzt werden die Zonen eher ätzender als besser. War aber minimale Energie, die wir da bekommen haben. Nicht nochmal so ein Dingwurm. Da muss ich jetzt Nitro einsetzen, um dem auszuweichen. Der hätte sich bestimmt wieder liebend gern in unser Auto gefressen. Okay, Zone schließt sich schon gleich. Kann man machen. So. Hier halt mal an. Und ich habe ein paar Farbeimer dabei. Ja. Ganz viele. Damit können wir es ganz viel reparieren. Ich meine, ich habe natürlich jetzt keine Ersatzteile dabei. Ja, Scheinwerfer schon am Arsch. Also nicht gut. Also der Scheinwerfer hätte halten sollen. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das... Oh, das Limmschild ist aber... Na stimmt, das war meine Stoßstange. Na gut, zweiter Farbeimer. Ja, oder drei im Inventar. Wird schon irgendwie passen. Das passt, das passt. Die hat bessere Tage gesehen. Warum hupst du? Warum? Was ist los, Kollege? Ja? Hallo? Du willst weiter, das verstehe ich natürlich. Ja, bevor sich das Auto noch komplett umentscheidet und ganz woanders hin will. So, unser Weg ist jetzt C5A9A2A1. Erstmal durch den Sumpf. Und dann sind wir in der Mauerregion, das wird interessant. Also wir waren hinter der Mauer, aber an der Mauer waren wir, glaube ich, nur einmal. Hoffentlich kommen wir da leicht weiter und müssen nicht wieder so einen Irrgarten von Mauer durchfahren. So, ich würde sagen, das passt. Scheibenwischer aus. Extreme Bedingungen an. Und dann würde ich sagen, fahren wir direkt da lang. Kann sein, dass wir das hier auf... Ja, was soll's. Die Energie sammeln wir auf, falls wir sie brauchen. Ich habe wieder einen Platten, das ist scheiße. Abdichtkit habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ach, ich bin ja so ein Vollidiot. Da brauchen wir wieder Gummi, aber ich habe einen Ersatzreifen. Naja, wenn es nötig wird. Aktuell fährt er damit. Scheiße, an alles gedacht am Arsch. So, Licht, dankeschön. Fängt ja gut an hier. Fängt ja wieder mal gut an. Und diesmal dachte ich, ich hätte an alles gedacht. So. Batteriestatus gefällt mir eigentlich noch. Schleimstatus gefällt mir nicht. Da ist eine ganz fiese Anomalie. Die will ich nicht sehen. Da hau mal ab. Hey. Wie könnt ihr mich immer noch festhalten? Ihr Ärsche. So, Limmschutz ist an. Ich hoffe, das hilft auch bei euch. Hier wieder meine Scheinwerfer ausgemacht. Sehe ich doch gar nichts. Und wir haben hier wieder extreme Dunkelheit in dem Gebiet. Das gefällt mir gar nicht. Also, solange die Scheinwerfer funktionieren, geht's ja. Und aktuell sehen die sehr funktionstüchtig aus. Da vorne sehen wir schon den Instabilitätsanker. Oh, hier wäre eigentlich ein cooler Truck. Vielleicht haben wir da einen Ersatzreifen. Das müssen wir mal schauen. Nee, aber wieder eine Riesenperle. Ich habe vergessen, die Riesenperle kaputt zu machen. Aber wir haben Abdichtkit-Materialien, glaube ich, alle samt beisammen. War doch ein sinnvoller Satz, oder? So, das kommt da rein. Fackeln werfen wir mal weg. So, die Riesenperle hätte ich natürlich auch gern. Kriegt man noch rein. Sieht gut aus, dann machen wir ganz schnell ein Abdichtkit. Nach so vielen Folgen habe ich es immer noch nicht drauf, dass rechts die Werkbank ist. Ich glaube, das macht einfach hier die Gewohnheit. Nein, der Geländereifen ist nicht kaputt, der ist komplett am Arsch. Wieso kann ich den nicht abnehmen? Mist. Dann brauchen wir doch den anderen Reifen, aber warum? Abdichtkit brauchen wir dann eben nicht. Der war eigentlich in Premium-Kondition, als wir losgefahren sind. Scheiße. Das Teil kommt auf mich zu. Ah, das funktioniert. Na gut zu wissen.
Komm, mach an. Hier, schnappt euch das. Ich schnapp mir das. Hui, hui, hui. Jetzt aber hurtig raus hier. Den Reifen, den kaputten, lassen wir einfach da liegen. In der Hoffnung, dass nicht noch mehr heute kaputt gehen. Sonst müssen wir die irgendwo abspringen. So. Jetzt die nächste irgendwie nach links. Ja, Scheinwischer können von mir aus wieder aus. So stark regnet das gar nicht. Ich glaube, wir müssen hier links runter. Ja, da ist die Straße, auf die wir müssen. Ach, ich mag diese rot leuchtenden Bobbelbälle. Ich finde, das wäre ein cooles Deko-Element. Sieht natürlich auch ein bisschen creepy aus, aber trotzdem. Mir gefällt's. In geringen Mengen. Wäre jetzt hier eine ganze Karte voll von den Dingern, würde ich schon wieder auf andere Gedanken kommen. Dann wird es mir nicht mehr so gut gefallen. Nein, obwohl doch. War ja gar nicht so schlecht. Solange wir nicht gegen... Hä? Auto lenkt wieder für sich selbst? Was ist los, Kollege? Ja. Lag vielleicht am Untergrund. Und hups, ins nächste Gebiet. Da sind wir. Da wollen wir überall nicht hin. Müssen wir aber. Gut, einmal auf die A9 und gleich weiter, würde ich sagen. Nachdem wir mal auf den Sprit geschaut haben. Ich will nämlich ungern aussteigen, um nachzutanken, während wir gerade angegriffen werden. Dann müsst ihr mir einfach verzeihen. Dass ich da ein bisschen panisch kriege, keinen Sprit rein. Oh, wir sind doch in der alten Schutzmauer. Hatte ich befürchtet. Aber ich glaube, da gibt es einen sehr, sehr einfachen Weg. Sprit sieht gut aus. Na gut. Müssten wir eigentlich schaffen. Hui. Oh, ich habe Licht schon an. Hat sich gar nicht so angefühlt. Da können wir voll laden. Da können wir voll laden. Wenn die an ist. Ist an. Ach, ist das schön. Ist das schön. Warst du schon? Na gut. So, ich hoffe mal, Energie reicht. Ich sehe es gar nicht mehr. So, du schleppst da irgendwas ab. Nein, wie? Lasst mein Auto in Ruhe. Scheißdinger. Ich hätte meinen Limbschutz auch nicht ausmachen sollen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Was das für eine Anomalie ist. Wäre vielleicht ganz interessant noch. Glänzen. Ah, das war ein glänzender Bagger. Deswegen hat es so geglänzt. So. Haben wir die also auch abgehakt und wissen, wie die aussieht. So, die nächste müssen wir nach links. Irgendwie. Boah, kann man ein bisschen Speed machen. Batterie ist ja wieder vollkommen in Ordnung. Alter Schwede. Wer wirft da mit Bussen? Aber alles ziemlich unfreundlich hier. Gut. Ich bin echt froh, dass wir Nitro haben. Kann man einigen Gefahren einfach entfleuchen. Die in Fast and Furious hatten recht. Au, 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 au. So, jetzt sehen wir auch wieder was. Nein! Ups. Ups, das ist der Nachteil von Nitro. Aber bis jetzt läuft's gut. Wir können auch hier in den Truck schauen. Gibt bestimmt nur schönes Zeug da drin. Ja, paar Bomben, paar Chemikalien. Nehmen wir doch alles mit. Zone schließt sich schon, warum auch immer. Hier sind wir aber gleich am Ausgang. Und nicht nochmal gegen so einen Dummy fahren. Sonst bin ich der Dummy. Der Dummy. Ja, leichter gesagt als getan, würde ich mal einfach behaupten. Fuck ey. Kann ich das Auto wieder komplett neu lackieren. Mit Reparaturspray. So. Vielleicht fahren wir hier querfeldein. Kann auch nicht schlimmer sein.
Es war schlimmer. Es war schlimmer. Es war schlimmer. Es ist schlimmer. Auto hüpft unkontrolliert. Ja, da müssen wir drüber lackieren. Das kriegen wir hin. Zumindest von dem Mittel habe ich ein bisschen was mitgenommen. Dass das Auto wieder schön repariert wird. Nachtanken sollten wir auch. Kriegt mal alles noch hier vorne hin. Im wohligen Licht der Scheinwerfer. Ich hoffe, das Auto beschwert sich jetzt aber nicht zu sehr. Gut, dann einmal volltanken. Volltanken. Habe ich nur einen Kanister, ne? Das ist bescheuert. Ne, ich habe ja noch den zweiten kleinen, aber bei einer Tankstelle müssen wir den hier wieder voll machen. Gut. Einmal kein Problem. Kommt hier alles rein. Und der Kanister hoffentlich auch wieder. Nicht, dass der irgendwo draußen liegen bleibt. So, Reparaturkit in rauen Mengen, bitte. Wo habe ich's denn? Okay. Ich denke mal, wir sind hier geschützt. Weiß gar nicht, warum mein Nitroantrieb immer auf die Fresse bekommt. Tja. Ist das nicht wunderschön? Das Limmschild braucht man. Scheinwerfer. Funktioniert eh nur noch der eine. Da schauen wir auch, dass der weiterhin funktioniert. Reifen gut, Tür nicht gut. Schon mittelgut war die. Das ist ja alles scheiße hier hinten. Was habe ich für einen Mist zusammengekurvt da? Wir sind letztes Mal fast unbeschadet rausgekommen und jetzt seht euch das an. So, das passt, das passt, das passt. Ich würde sagen, ja, die Fahrertür ist auch reparaturbedürftig. Ach was, wir sind auch dabei. Weiter geht's. Ja, es sieht doch wieder Premium aus, wie die Kids heute sagen. So. Zwei Knoten haben wir noch. Hey. Ganz schön stressig war der letzte. Ganz schön stressig. So, da können wir hin und dann gleich raus. Das sieht hier wieder angenehmer aus. Obwohl, erschöpfende Explosionen gibt es hier. Das finde ich aber nicht nett. Bin schon so erschöpft. So, ich glaube, wir können hier runterfahren. Das ist wieder so ein Herzschrittmacher, der diese Häschen ausspuckt. Da unten sind auch unfreundliche Anomalien. Aber der ist nicht auf uns geaggrot. Der ist nicht auf uns sauer. So, der erste Anker ist ein kleiner. Der nächste ist ein großer. Wir nehmen beide. Wir nehmen einfach beide. Das ist ein instabiler, der nächste wird ein korrupter sein. Zumindest so, wie es aussah. So. Zumindest ist der da hinten extrem lila. Ich würde sogar sagen, ich setze den Wegpunkt schon auf den Ausgang. Oben ist man da wieder über die Brücke. Das wäre nicht gut. Und wäre nicht gut. Ja, ich weiß, Strom. Besser Strom haben als keinen Strom haben, aber das Spiel treibt das ein bisschen zu weit. Ich glaube, da ist das Spiel nicht zufrieden gewesen. Egal. Wegpunkt ist gesetzt. Nitro haben wir irgendwie. Damit kommen wir ja auch ein bisschen leichter wahrscheinlich den Berg hoch. So. Anomalien muss man umfahren. Sonst werden die unser Auto noch weiter schrotten. Wäre die Frage, sehe man eine Straße vor uns irgendwo, weil ich sehe schon die Lichter vom Checkpoint. Wäre nur die Frage, ob wir noch irgendwie hoch müssten. Was ist denn das für ein Kringel? Entschuldigung, Auto. Strandball, okay. Haben wir schon gescannt. Haben wir schon gescannt. Was wollen wir denn damit? Ja, Nitro für den Berg. Hat geklappt, Straße ist hier. Checkpoint da vorne, Energielevel sieht sehr gut aus. Ach, das läuft ja halbwegs. Benzin, naja, reicht hoffentlich. Komm, jetzt nur nicht in eine Zone, wo es Benzin wieder verdampft. So, nach A1 und dann nach Fragezeichen. Was dann, wo wir irgendwas wieder machen müssen?
Oder hier die Anomalien ausschalten, keine Ahnung. Das wäre ja ganz cool. Okay, wir müssen da unten und dann durch den Tunnel und dann irgendwie... Gespenstische Dunkelheit. Dafür habe ich doch extra mein Flutlicht irgendwo. Oh, das heilt mich nur. Aber auch praktisch. Hui. Hätte ich öfter benutzen sollen. So, Limmschild ist wieder an. Na, ja, Flutlicht habe ich wahrscheinlich nicht mehr auf einer Funktion aktuell. Stein. Ja, die Frage, wollen wir direkt da durchfahren? Sieht ein bisschen nach ungünstigem Terrain aus, aber wenn wir es hochgeschafft haben, ist eigentlich das egal. Und mit Nitro schaffen wir so einiges heute. Ah, nee. Die Felswände können wir nicht passieren. Okay, Spiel will nicht, dass wir hier abkürzen. Kann ich ihm nicht übel nehmen. Na, dann schauen wir, dass wir ein bisschen Tempo machen. So, Anomalien, Anomalien, Anomalien. Den muss man ausweichen, das ist ganz klar. Stoßstange mag das nicht, das ist auch klar. Da ist nochmal ein riesiger Instabilitätsanker. Beziehungsweise Corrupted. Na, ist das der große? Ist zumindest ein größerer. Nehmen wir mit. Können wir gut gebrauchen. Für was auch immer. Boah, die Puppe hat mich wieder gejumpscared. Hat sich direkt vor meine Fresse gesetzt. Das war nicht nötig. So, bitte lenkt mich nicht in die Fäuste. Ja, ja. Ja, genau da nicht rein. Haha! Ausgewichen. So, hier sind immer noch Felswände. Das bringt also erschreckend wenig, da lang zu fahren. Batterie sieht noch sehr gut aus. Wir müssen einfach jetzt die Straße entlang. Dann kommen wir irgendwie nächste rechts zu einem Tunnel. Wird schon irgendwie passen. Au, 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 au. Oh, hier ist nochmal so eine Station. Und die Zone schließt sich schon. Interessant. Sieht hier aber auch alles gleich aus, wo man durchkurven muss. So, irgendwo müssen wir jetzt nach rechts. Demnächst. Ihhh, zum Glück sind wir da durchgekommen. Nicht zu weit fahren. Irgendwo rechts muss es jetzt abgehen. Nicht hier. Echt, Dunkelheit. Hier ist ein Stoppsein. Ein Stoppschild. Dann sind wir hier nicht verkehrt. Ja, hilft ja nichts. Durch. Durch mit uns. So, und dann eigentlich nur noch geradeaus. Das trifft sich ganz gut. Na, nicht, dass meine letzte Lampe hier noch meint, den Löffel abgeben zu können. Weil dann ist wirklich zappenduster. Die sollte man vielleicht nochmal reparieren. Vielleicht haben wir auch genug Zeug für eine primitive neue Lampe. Ansonsten hole ich das Flutlicht wieder raus. So. Ja, Zone schließt sich zum Glück immer langsam, es sei denn, man aktiviert von selber ein Portal. Dann hat es überraschend eilig. So. Oh. Dann mag mein Auto ohne diesen Staub. Mist. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ich lackiere noch einmal kurz über den Scheinwerfer und dann geht's. Kommt dann schon die finale Zone oder habe ich die vorletzte gerade? Weiß es tatsächlich nicht. Wir werden es rausfinden. So, du kriegst ein Spritzerchen. Du kriegst ein Spritzerchen. Boah. Limmschild passt. Stoßstange passt. Stauraum, warum nicht? Drüber mit dir. Boah, bringt nicht viel. Na gut. Auf geht's. Ah doch, das war schon die vorletzte. Dann kommt jetzt Missionsziel, würde ich mal sagen. Und Rest der Story. Je nachdem. Okay, das war einfach nur geradeaus. Das schaffe ich. Das schaffe ich doch.
Sprit haben wir auch noch genug. Das ist ja wunderbar. Weil Tankstellen sehe ich keine. Und ich hätte nur noch einen kleinen Kanister dabei. So, mein Limpschild ist an. The end of the road. Soon we'll finally see for ourselves what caused the mass hallucination. And what Tobias and Alan died for. And whether it was all worth it. Ja, das wäre nämlich meine Francis. Frage. Ja? Thank you for trusting me, when you had every reason not to. Getting to this point together with you, it makes me feel like my old self again. It's been an honor to watch you work, Dr. Turner. Hier, da dreht man die Schleife, sah aber krass aus. Are they real? Weiß ich nicht. I can't even begin to guess what could be outputting this much radiation. Some sort of energy reservoir, a massive fission reaction, or a portal. Atlantis. Atlantis? Was für Atlantis? If this thing really leads us to Atlantis, I'm turning in my PhD. God, if only Tobias were here to see it. I would have liked to hear his take on all this, for once. All right, driver, you're almost to the threshold. Remember, uh-huh. Francis and I have got your back. Once you get that car to the well, we'll keep the gamma ray burst under control for as long as we can. Leiter Auto, whatever happens, whatever state you find yourself in, the Arc device will be your safety net. Use it. Get back to us, you hear me? Ready when you are, driver. Okay, ich bin bereit. Ich muss einfach da reinfahren. Dann kriege ich ihn auch hin. Obwohl ich es beinahe versaut hätte. Hui, aber rein da. Opening? Godspeed, Driver. Danke. Und was bringt das jetzt alles? Warst du schon? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Abby! Did it work? What's the energy output? Damn it, Alan, I'm fine. Light nearly blinded me. Can you read it? Yeah, let me see. Das wären viele Fernseher zum Zerschrotten. Kilojoules? Happy, what is this? The future. I call it limb waves. Ja, toll. Tolle Zukunft hast du da gemacht, Oppi. Hui. Au. Ich dachte, ich hätte weniger Fallschaden. Oh, das hätte sich gelohnt hier. Is it that time already? So, about leaving Earth. I was thinking, how about by Christmas? Yes, maybe. I just need to solve this instability issue. I loathe to think about leaving the Olympic Peninsula like this. Yeah, there's always more to do. I know. I'm sorry. And I love you for it. I'm just wondering if you'll really be able to walk away from all this. It's okay if you can't. You abandoned the world to work here beside me. Fair is fair. Lentech is a world-changing discovery. Ja, die Welt hat's verändert. Ernest isn't even a consideration. We agreed to have children. And I'm not having them in this hellhole. Good, because I'd love to have eight. Then I hope you're ready to carry at least half of those yourself. I love you. I love you. Da hört sich Oppi ja noch glücklich an. Mensch, wo sind wir hier? Ich wollte sagen, mit dem Plasma-Verschrotter würde ich gerne hier durchlaufen. So viele Ressourcen. Ui. Au. Kriegt ja hier ordentlich auf die Fresse. Tobias, the movers are here. Wait, why aren't you packed? I ain't going. The evacuation orders... The evacuation orders can go to hell. We leave and we never see the inside of these walls again. All the things we've been investigating, the ripple, the echoes from the swamp, they'll all fade away. I'm gonna stay and chase down these stories, wherever they take me. Tobias, I... Stay here. With me. Aha. Und warum hat Tobias das... Was lag ihm daran? Ja, gut, das Forschung. Nein, in Sumpfgebiet. Was ist das hier überhaupt für ein Level? I'm here to deliver the committee's decision.
You have been found guilty of doctoring experimental data. This action is in clear violation of Artis' scientific integrity. Judgment has been rendered. You may stay and work, but your clearance will be lowered to level 3. So I'm to be a glorified flash cleaner. Take it as a win. You could have been court-martialed instead. Yeah, I'm sure you would have liked that much better. What I like has no bearing on this decision. See you on Monday, Dr. Cook. Okay, davon haben wir ja während der Story gehört, dass die ihn einfach demotet hat. Was für eine Ärschin. Ja. Driver, you passed through some sort of opening. We managed to hold it steady, but the energy expulsion is growing. We don't have much longer. If you can hear this, you need to get back now. Ja, ich lauf doch schon die ganze Zeit durch. Hey, look, the gang's back together. Tobias? I never told you how grateful I was that you stayed behind in the zone with me. These years, best of my life. Foraging for mushrooms, slogging through swamplands, combing through hours and hours of terrible field recordings. Not a single moment wasted. Thank you. For everything. It was all you. You made me feel capable. That anything was possible. That I wasn't some second-rate scientist. All my happiness was thanks to you. And I'm afraid of how I'll survive without you. I'm not. You got this. You always have. Hey, kann der überhaupt labern, wenn er tot ist? He wants to know why you haven't taken his advice yet. Aha. Ich bin verwirrt. Is that a gumbaroo on your dash? No, I'll be damned. Bye. Ich hoffe nicht. Until next time. Bye. Tobias? Tobias! Driver, if you can hear this, we can't keep the well stable for much longer. Wherever you are, come back. Ja, was glaubst du, was ich hier tue? Ich kann nur geradeaus rennen. Ich wusste gar nicht, dass es jetzt auch ein Walking Simulator ist. Das ist schon irgendwie komisch insgesamt. Oh, mein Auto ist da. Dann wollen wir mal fahren. Das können wir am besten. Keine Karte, aber Nitro. Ui. Just a little longer. Hold steady, Francis. Keep those limb faces aligned. Not even a 0.001 deviation, you get me? I'm trying. Mist, ich hätte da links durchfahren müssen. Shit. Wieder coole Mucke. Ist da eine Straße? Will zur Straße. Hört ja eh auf. So ein Mist. It's wobbling, Poppy. Anything we can do to stabilize things on your side? I'm punching it as hard as I can. Was macht ihr da eigentlich, wenn ihr sagt, ihr haut was? Okay, das. Da muss ich rein. Oh. Aber andersrum. Andersrum. Ja, bin dabei. So, jetzt haben wir es doch geschafft irgendwie. Haben mich öfter gedreht, als ich wollte. Hui. Wir fliegen. Nee, doch nicht. Auto kommt mir gerade ein bisschen höher vor. You made auch nicht back, warum. Driver. All in one piece, it looks like. And no sign of the Remnant's energy signature anywhere in that car. You're free. But the car's maintained its link to you. Fascinating. We'll never know how far the Remnant's obsession's wormed into your head. But you should be safe from it getting any worse. In theory. Abby, I'm sorry. You didn't get to talk to Alan again. We managed to pull off the near impossible. And the first thing you do is apologize? Sorry. Don't worry. It was Tobias's fault. He hogged the frequency all for himself yet again. You heard him too. I did. That means I didn't imagine that last conversation with Alan. And you know what else? What? That your theory was right. And Tobias called it. All that bluster, and he ended up showing us scientists a thing or two.
Those moments we heard, they were all from the past. Being inside that well somehow allowed the Remnant to access those imprints and replay them. But Tobias's voice wasn't from the past, it was from somewhere else entirely. But where? And how? No clue. Do me a favor. Once you figure it out, don't bother telling me. Okay. I'm leaving the zone. I'm sorry, what? Alan came to tell me goodbye. And that I was forgiven 37 years ago. I didn't listen. So now, finally, I'm going to take his advice. I should have left the zone a long time ago. But if we solve this, maybe there's a way to speak to him again. I heard what I needed to hear. It only took me 37 years to listen. Anyway, all that sounds like a young scientist game. It's not for me anymore. Francis, you decide what to do from here. You can carry the torch and continue the research, or get out of this cursed place and find your own way. It's your decision. And Francis, you're free now. You can do what you want from here. But if you'll allow an old woman one last hope, stay here with Francis. There's so many more stories for the Zone to tell. And the both of you are young enough to listen. My ears are bad. And I refuse to hear them. I've removed all access restrictions to my systems, Francis. The helm is yours. Wait, I don't know if I can do this alone. You're not alone. You've got clear eyes, ears open to the impossible, and the driver. Dr. Cook, driver. It's been a pleasure. This is Dr. Ophelia Turner. Signing off. Abby? Abby! Okay. Komisch. Really? Well, Hi, Francis. If you don't mind sticking around with me, Oppie was right. There's still so much of the zone that we still don't know about. But with your help, we can tell those stories. I'm no Oppie, but I'll do the best I can. You're no longer bound to the car. But it stayed with you and will continue to protect you as you travel the zone. Go on, then. As long as you're willing to drive, I'm along for the ride. Ah, so, da kommen die Credits. Na gut, ich würde sagen, das war ein komisches Spiel, komische Story. Es hat mittendrin echt viel Spaß gemacht, vor allem die Survival-Elemente und das Auto aufzumöbeln, aber insgesamt habe ich sehr gemischte Gefühle jetzt. Die Quests waren doof, die Story war, ja. Ansonsten, wie gesagt, zwischendrin hatte ich viel Spaß und ich bin jetzt auch froh, dass das Let's Play erfolgreich abgeschlossen ist und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Kauft euch das Spiel eventuell, wenn ihr noch mit dem Auto rumfahren wollt. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich es empfehlen würde. Meins war es nicht ganz, aber so halbwegs, deswegen habe ich es auch durchgezogen. Hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei einem der anderen Let's Plays, die ich noch machen werde. Da bin ich ganz sicher. Macht's gut.